Hallo, Marito, der Bürgermeister im Unterhemd ist wieder da. Hallo. So, wir wollten uns einen Platz suchen, wo wir unser erstes großes Bauwerk sozusagen ansiedeln, sprich unseren zentralen Stadtbrunnen. Ich würde gerne, hier hätte ich jetzt gerne noch einen Setzling. Bitte erinnert mich dran, hier den Setzling wiederzuholen oder die anderen Setzlinge aufzusammeln. Ich möchte jetzt gerne mal ganz schnell darauf zu unserer Hütte. Verdorbene Fleisch, glaube ich, heißt es. In unsere Essenskiste lagern. Und dann mir von da oben mal einen Überblick verschaffen. Wo geht's denn? Wo sammeln da auf? Da sammeln wir auf. So, genau. Wo ist es jetzt? Da ist es. Goldlumpen haben wir auch hier drin. Das sollten wir uns vielleicht merken. So. Na, geh rauf da. Zack, 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 zack. Wie es hier denn aussieht. Im Endeffekt könnten wir hier unseren Brunnen ansiedeln. Haben wir hier ein Viertel, hier ein Viertel, hier. Vielleicht das Handwerksviertel gleich hier drüben und hier mit einer Brücke rübergehen dann. Ins Wohnviertel, Regierungsviertel, was auch immer uns noch einfällt. Ich glaube, das werden wir auch so machen. Wir müssen auch schauen, dass wir die Tiere hier umsiedeln, dass wir hier ein zweites Gehege oder die in ein anderes Gehege bringen. Ja. Ja, ich glaube, so machen wir das. Das wäre dann, wie wir so machen. Dazu brauche ich, denke, dazu brauche ich Weizen. Hier möchte ich schnell zumachen, das Loch. Genau deswegen nämlich, ich tendiere gerne selbst zu sterben, indem dass ich irgendwo runterfalle. Weizen haben wir hier, ja. Den werden wir jetzt gleich mal ernten. Sind das hier rote Rüben? Rote Beete, ich meine, ja. Unsere beiden und Bauern sind ja da ganz scharf drauf. So. Und da wir diese ja natürlich auch weiter leveln wollen und vor allem auch die Smaragde brauchen, können wir das hier einfach mal alles abernten. Und das hier wird jetzt unser Rübenbeet sozusagen. Oder Beete. Beete. Weiß jetzt nicht wirklich, was der Unterschied zwischen Rüben und Beete ist. Ja, genau, ihr reagiert alle drauf. Das ist sehr gut. So, wie bringe ich euch da am besten rein? Das heißt, wir könnten hier einfach das noch erweitern. Dazu brauchen wir Zaun. Muss ich jetzt schlafen gehen oder? Wie schaut's aus? Kann ich schlafen? Oh, ich kann schlafen gehen. Sehr gut. Was? Es regnet immer noch. Ihr wolltet mich ja daran erinnern, hier die Setzlinge zu holen und beziehungsweise gleich wieder neu zu setzen, falls wir genug haben. Ja, es schaut super. 9, das heißt, wir können gleich mal zwei so große Bäume bauen. Haben wir ein, 1, 2, 3, 4, hier. Den anderen bauen wir dann wieder hier. Zwei behalten wir uns mal auf. So, genau. Hey, jetzt gibst du mal ein Ruhe. Oh, Scheiße. Was war denn das jetzt? Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Ups, ich baue schon wieder Scheiße. Was tut das? Ha. Na, der war das nicht. Okay, Scheiße. Wo ist denn da noch einer? Ah, da unten ist das. Naja, erstmal ein Brötchen oder zwei.
Okay. So, das gehört da gleich mal weg. Der Enderman ist immer noch da. Ich weiß nicht, ob ich mich mit dem anlegen soll. Hier holen wir uns gleich mal die Materialien. Zack. Denn hier möchte ich so oder so keinen Stall haben. Ja, Schwein. Ich schenke dir vorübergehend die Freiheit. Bleib in der Nähe, wenn ich Hunger habe, rufe ich nach dir. Dann gibt's lecker Schweinebraten. Wir haben hier extrem viele Pferde. Was ich gut finde. Ich weiß nicht, sollen wir den Golem da rauslassen? Vielleicht kann mir hier mal jemand was sagen. Sorry. Jemand was darüber sagen, ob man den Golem da rausnehmen soll oder nicht. Ich weiß es nämlich wirklich nicht. So, hier machen wir uns das noch ein bisschen größer. Zack, 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 zack. Und haben wir jetzt, ja. Und Tore haben wir auch bekommen. Sehr gut. Zack, zack. So, dass man noch hinten vorbeigehen kann. Geht sich das aus? Ja, super. Hier ins Tor. Passt. Dann können wir das hier noch weggeben. Und ich habe nämlich gerne hier immer ein zweites Tor. Wollte jetzt so nicht. Können wir sogar noch eins weitergehen. Das geht sich aus. Zack, 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 zack. Okay. 1, 2. Machen wir das Tor und so. Ja, gewohnt euch dran, ich verbaue mich oft, ja? So, und so können wir die quasi hier, haben wir hier eine Schleuse. Das finde ich schon viel angenehmer. Jetzt schauen wir mal, dass wir die Viecher da, von der Rüben darüber bekommen. Und dann gleich mal vermehren, ja? So, kommt alle mit mir. Kommt. Im Kuhgalopp. Im Kuhmarsch. Das ist der Marsch der Kühe. So, kommt alle her. Alle zu mir. Schafi. Schafi. So, Schaf und Kuh. Raus bist du. So, zu mir. Kommt's jetzt. Ey, kommt hier? So. So, jetzt komme ich selber nicht mehr raus. So. Schauen wir mal, dass wir die da hier reinlocken. In den ersten Bereich. So, komm einer. Ja, komm. Schaf, Kuh. Soll ich das denn wegkloppen? So, jetzt ist mal das Schaf hier drinnen. Und die Kuh auch. Und 1, 2 und zack. Ha! Verarscht. So, wo war jetzt hier das Tor? Hallo? Mo. Ja. Alle zu mir bitte. Alle zu mir. Kuckuck. Kuckuck. Komm jetzt, Kuh, oder ich schlachte dich. Komm. Komm her. Die Schafe sollen sich gleich mal paaren. Die Kühe sollen sich paaren. Paart ihr euch da gerade oder wie? Was macht ihr? So, kommt jetzt her da. Haben wir jetzt alle? Ich sehe das zweite Schaf. Oder haben wir schon eine Babykuh? Haben wir schon mehrere Babykühe? Ja, das ist schon mal ein Erfolg. So. Und wir gehen hier raus. Okay. Oh, schaut, der Baum ist schon gewachsen. Jetzt würde ich gerne das hier wegnehmen. Genau.
dann hier noch ein bisschen begradigen und dann haben wir im Endeffekt hier schon den Bauplatz für unseren Brunnen. Und ich höre freundliche Zombies. So. Das heißt wahrscheinlich, hier ist irgendwo die Höhle drunter. Ich würde jetzt gerne nochmal schauen, ob der andere Zombie noch da ist. Der hier so böse war zu uns. Oh, Sand wir auch abbauen später. Später dann. Um Glas machen. Glas herstellen zu können. Wir haben nur 3, schade. Okay. Da ist noch nichts gewachsen. So, und da wollte ich jetzt schauen. Nee, da ist kein Bienenstock rundherum. Okay. Wir brauchen mehr Stein. Das heißt, wir müssen nochmal runter in die Höhle. Hat zuerst das hier alles wegen. So. Das kommt hier rein. Die Setzlinge kommen hier rein. Die Samen und die Rot. Oh, bist du der Bauer? Ja, schau her, kriegst gleich mal was. Super. Und dann können wir dann auch wieder Brot kaufen. Okay. So. Brauchen wir erstmal nicht Erde nehmen uns zur Sicherheit mit. Ich leg's jetzt. Wo haben wir einen Goldbahn her? Ich will mich jetzt nicht beschweren darüber, aber wo haben wir den Goldbahn her? Die sind fertig. Die sind fertig und da legen wir jetzt gleich nochmal eine 2 Stacks nach. Und dann geht's wieder ran ans weiter Steine abbauen. Die Überlegung ist gerade noch, wie spät ist das, wo ist die Sonne? Sonne geht da hinten unter. Machen wir das am nächsten Morgen und nehmen hier dabei noch ein bisschen Erde weg. Okay. Ja. So. Hier sind auch gleich Schafe. Wo haben wir die? Ja, haben wir die Schere? Okay. Ich geh her da. Hier nehmen wir auch noch ein bisschen was von der Erde weg. Mhm. So. War es mehr oder weniger. Was ich jetzt noch probieren wollte, ist, kann man das Gras hier irgendwie abschneiden? Und dann bekommt man nur Gras. Und wenn ich jetzt, nur damit ich es weiß, kriegt man keinen Grasblock, oder? Nee. Okay, schade. Das ist auch was, was ich nicht weiß. Gerne wissen würde, wie man eben die verschiedenen Blöcke alle herstellt. So, und gute Nacht, ihr liebes Dorf. Vielleicht wollt ihr mir mal... Du kannst nur nachts schlafen. Ja, ist klar. Vielleicht wollt ihr mir auch gerne mal Namensvorschläge schicken, wie wir unser Dorf nennen sollen. Wird es jetzt Nacht oder nicht? Mich das Spiel verarschen. So, jetzt. Wie soll unser Dorf heißen? Habt ihr Ideen? Schreibt sie mir. Ich brauche die weißen Blöcke. Darum wird der Schaf nochmal schauen. Ups. Dann geht's ab
die Tiefen. Gehen wir wieder hier runter. So, und wir sind letztes Mal... du gehst weg. Okay, also Spinnen können auch spawnen, wenn es hell ist. Gut zu wissen. Schauen wir heute mal hier weiter. Immerhin haben wir hier so ja auch gleich ein bisschen Erkundung. Rauf oder runter? Uah, schreckt mich nicht. Steht auf einmal ein Skelett hinter dir. Okay. Okay, das war's schon hier unten. Nehmen wir uns schnell die Kohle mit. Sorry, wisst ihr, ich bin Österreicher und wir haben einen ganz, ganz sexy Dialekt. Und manchmal ganz unbewusst falle ich da rein, dass ich im Dialekt rede. Ich bemühe mich ja schön zu sprechen. Aber ich garantiere euch, es wird mir nicht dauerhaft und immer gelingen. Ganz im Gegenteil. Ich höre hier ein komisches Geräusch. So. Zack, 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 zack. Nehmen wir hier die Kohle gleich mit. Eisen wäre noch geil, damit wir unsere Rüstung vervollständigen können, denn uns fehlt jetzt noch, glaube ich, die Eisenbrustplatte. Später, wenn wir dann mal das Handwerker haben, so Gerber und so, werden wir uns natürlich auch für die Zeit, wo wir in unserem Dorf sind, wo wir bauen, eine eigene Lederwams machen lassen. Was höre ich da jetzt schon wieder? Ist das ein Skelett oder eine Spinne? Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall extrem viel Kohle. Extrem viel Kohle. Es war ein Skelett. Nicht mit mir. So. Ich glaube, der auch, er kann einfach da von hinten im Popo schießen, ne? So. Zack, zack, zack. Aber wir brauchen Stein. Wir brauchen viel, viel Stein. Ich lasse bewusst jetzt diesen weißen Stein mal hier ein bisschen zurück. Weil ich einfach extrem viel Bruchstein brauche. Und ich will jetzt noch nicht so weit in die Höhle runtergehen, ganz bewusst. Denn ich weiß, dass ich mich dann wieder verzetteln werde. Das ist so eine meiner großen Angewohnheiten. Dass ich dann wieder mehr Höhlenforschung betreibe. Ich bin ja auch im richtigen Leben Höhlenforscher. Also so echter Höhlenforscher, so mit Erkunden von Höhlen, Ausbauen von Höhlen. Durch Leitern und durch das Einbauen von Seilen. Dass mich da die Neugier packt, um Neuland zu finden. So nennt man das unter Höhlenforschern. Das ist quasi Neuland, ein Raum, ein Ort, den noch nie ein Mensch zuvor betreten hat. Betreten hat in dem Sinn heißt vermessen hat. Denn eine Höhle gilt erst dann als erkundet, wenn sie jemand vermessen und das Ganze kartografiert hat. So, habe ich meinen Bildungsauftrag nun auch erfüllt. Das ist wahrscheinlich eh niemanden interessiert. Oder doch? Schreibt es in die Kommentare. So. Okay, wie viel haben wir? 1, 2, 2,5. Auf jeden Fall haben wir das Eisen gefunden, was wir brauchen, um unsere Rüstung wieder zu erweitern. Okay, ja, da fangen wir. Wo ist sie?
geht's eh nicht mehr weiter. Ich will nur schauen, ob da noch was ist, was uns interessiert. Zum Beispiel ein bisschen Eisen oder Kohle. Nee. Aber das wäre irgendwie so ein genialer Aufgang. Ne? Wäre interessant, wo wir da rauskommen. So. Hängt die Fackel dran, die lassen wir. Schaut aus, als ob ich da schon was abgebaut hätte. Gleich ist wieder unsere Spitzhacke hin. Und ich würde sagen, dann machen wir uns mal die ersten Blöcke und Baumaterialien, die wir brauchen. Zip. Da ging es raus. Hallo Schaf. Wenn du schon so dastehst, ist da noch offen? Ja. Boah, so ein Gewusel. Also jetzt habe ich das Ding nicht mit. Ich wollte dich. Ey, da geht's ja rauf auch noch weiter schon oben. Ah ja, genau, da haben wir festgestellt, da gibt's einen Räucherofen, genau. So, Schaf. Tut mir leid, ich kann einen so wolligen Brachttier nicht einfach so vorbeilaufen. Rote Beete. Rote Beete. Beete, Beete, Beete. Ne, nix Beete. Da Beete. Da Beete. Da Beete. So, zack, zack. Sollten wir das Feld hier auch wieder voll bekommen. Das ist, glaube ich, jedes letzte Mal, dass wir das hier einpflanzen. Wir werden es jetzt dann übersiedeln, das rote Beetefeld. Kommen da rein. Wir werden das rote Beetefeld dann übersiedeln, wenn hier unser Brunnen hinkommt. Aber irgendwie ist nur ein Baum gewachsen. So, ist dieser Freund von uns hier wieder da? Nee. Okay. Ich höre hier immer irgendwelche Spinnen. So, wir sind auch gleich durch. Das passt. Schaut's mal, wir haben einen Bogen. Haben wir da schon was? Da haben wir auch schon was. Rote Beete, Beete, Beete. Pfeile und Bogen, das nehmen wir doch mal gleich mit. Und dann wieder Massenkohle. So, zack. Kommt das Eisen schnell rein. Zack. Zack, zack, zack. Zwei würde ich jetzt gerne umwandeln in diese da. Genau, davon einen halben Stack in diese da. Brauchen wir. Mach jetzt einfach mal 30. Davon machen wir auch noch. Welche? Genau. Ja, jetzt könnte. Hey, warte mal. Gemeißelter Steinziegel. Okay. Okay. Finde jetzt ein nettes Rezept. Hallo Schafi. Oh, wir müssen wieder essen. Gewohnt euch dran, ich werde oft das Essen vergessen. So, von den. Und von den. Jeweils ein Stück.
einen solchen. Ich tue es mir einfach kurz ein bisschen vorsortieren, ja? Und dann haben wir was? Wie viel haben wir gemacht? 32, 30. War klar. Können wir schon schlafen? Ja. Ach du Kacke, ich sehe gerade auf die Uhr und wir haben ja total überzogen. Ich wollte eigentlich nur 15 Minuten Folgen machen. Als dann freue mich über eure Kritik, positiv, negativ, Hauptsache konstruktiv. Tschüss, Baba.